Hey na, hallo, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Hallo allerseits, es gibt heute mal wieder Baldur's Gate 3 mit Asu und Mina. Und Moment, ich schalte sie mal dazu. Hallo, man hört sie schon, jo. Ja, ich muss. So, da wären wir. Ihr könnt Hallo sagen. Hallo! Es ist zwar noch keiner im Chat hier, hat sich noch keiner gemeldet, aber wir können trotzdem loslegen, würde ich sagen. Ich bin da, ich sehe alles. Du siehst alles. Hui. Ich habe so viele komische Briefe und sowas in meinem Inventar. Das ist aber auch richtig gut gemacht, also sorry. Wenn ich mich drehe, geht mein Schweif immer weiter nach oben, dass er konstant in der Luft bleibt. Ja, bei uns sieht das ein bisschen komisch aus einfach. Bei mir sieht es so aus, als würde ich auf einem Bein stehen und mich die ganze Zeit irgendwie... Ich weiß, was du meinst, Mina, ich hab das auch, aber wie du siehst, sieht das bei euch da ein bisschen anders aus, wenn ich mich drehe, ja, oder? Ja, ich weiß nicht, das hier ist mir egal. Ja, wo waren wir? Ich hab hier noch ein Event mit dem Hundi. Ja, bevor du den ansprichst, sprech mit Tieren solltest du nochmal aktivieren vorher. Das ist ein gutes Argument, sonst oder? Das wahrscheinlich nicht. Ich hätte auch sonst noch eine Rolle. Ich habe irgendwie so viel. Ich glaube, Sprechen mit Tieren zu zaubern kostet sogar auch gar keinen. Doch, kostet dich? Okay. Ja. Ja, übrigens, wenn du da oben. Nee, wenn du da oben. Tatsächlich nicht. Aha, das müsste nämlich ein Ritualzauber sein, oder? Ja, stimmt. Ja, kostet Aktion plus Ritual. Ja. Siehst du mal, die sind kostenlos. Hier, diesen Speedbuff, den ich euch immer gebe, dieses Longstrider heißt das auf Englisch, dass ihr weiter laufen könnt im Kampf, das kostet nämlich auch nichts. So, Kratzer, was willst du? Kratzer, echt? Scratch im Englischen. Hm. Er gibt dir schon den Ball? Das ist ja insane. All right. It's only fair that you enjoy it too. Immer petten. Ey, du kriegst einfach schon den Ball, ist das insane. Ich habe da ewig gebraucht, bis ich den soweit hatte. Aber ich konnte auch nicht mit Tieren sprechen. Wir haben ihn auch immer wieder ganz viel gestreichelt. Du müsstest jetzt den Ball bekommen haben im Inventar. Ja. Den kannst du, also wenn du ins Inventar gehst, kannst du Vierk auf den drücken und dann müsstest du Werfen auswählen können. Wo ist er denn? Da. Kratzers Ball. Werfen. Jetzt ist er schon hier. Guckt schon. Los, werf ihn. Das ist schon ein Ball, Alter. Ziemlich schwer, ne? Oh, das gab eine Trophy. Ja, das gab eine Trophy. Nee. Also ich hab die schon. Ich weiß nicht, ob es bei Mina eine gab. Nö. Ansonsten kannst du vielleicht einfach Mina den Ball rübergeben, dass er das auch noch macht. Wenn er die Trophy haben will. Ja. Naja, ich hab ja die für das komische Beschwörungsding auch nicht gekriegt, ne? Also Pech. Nein, Spaß. Hast du die gegeben? Für Schaufel meinst du, ne? Ja, genau. Ja gut, ich kann dich ja Schaufel beschwören lassen, aber das klappt nicht so gut. Ohne die... So, da, jetzt solltest du ihn haben. Also. Also im Inventar Vierk auf den Ball und dann werfen. Naja, da kommt er. Den beschwörst du auch so, ne? Der schwebt über deine Hand. Ich sehe schon, das ist ja jetzt der Zeitvertreib Nummer 1 im Spiel. Ich hätte den Ball aber gern wieder. Hat er mir den jetzt wiedergegeben? Müsste er getan haben. Müsste es im Inventar haben. Gab das eine Trophy? Ja. Sehr gut. So, ich bin hier am Überlegen tatsächlich, ob wir nicht Shadowheart einfach in die Gruppe mit aufnehmen. Weil sie ja jetzt nicht mehr nackig ist. What do you make of him?
Oh. Ich bin für Antwort 2 hier. Das habe ich nicht erwartet, dass ein Gespräch mit ihr tatsächlich so triggert, aber here we are. Hm. Hm. Man kann Shadowheart... Wie sieht's mit deiner Weisheit aus? Ja, die ist nicht so hoch. Shadowheart wollte ich, oder hatte ich überlegt, mit ins Team zu nehmen, weil man sie quasi als Kleriker-Tank bauen kann. Ah. I suppose it was a lot to take in. A devil sought us out, teased us with his help, but he also stared as if we were the banquet, rather than the one on the table. We can't hedge our bets here. Best we decide how to deal with him, if at all. Mina, ich habe halt nicht viel Weisheit. Ich weiß, aber ich gehe trotzdem darauf. Failing to make a decision is the same as making a decision. Except you decide blindly. Ich bin für Nummer 3. Du ziehst das durch, ne? Good, you got there eventually. He's clever. Ich meine, für mich ist das ja offensichtlich, was sie hier gerade will. Sie ist Anti-Raphael. Also Anti-Teufel. Das war nochmal Raphael. Achso, der Teufel. Der uns da so ein Angebot gemacht hatte, ne? Genau. Tja, Mina, deine Antwort hat sich erledigt. Nummer 1? Ja. Perhaps you didn't. See? Sowing doubt is no trick. Watch out for it. And for Raphael. Oh. Oh. Hier wäre ich auch für 1. Okay, ich war fast für 3. There's no story. None that you're entitled to hear anyway. Just forget you ever saw it. Na toll. Ich mach das jetzt einfach. What more can you ask? Ja, bin ich auch dafür, Mina. Ja. What? Besides my life's calling and the greatest problem I've ever faced? Well, I like night orchids and can't swim. Is that the sort of thing you meant? Antwort 2 ist mir zu aggressiv. Nummer 1 würde ich nehmen. Ja. It's a deal. I mean, I literally can't. There's certain things I can't remember right now. Shah's secrets must be preserved above all else. All who worship her know this. I have had certain memories suppressed, voluntarily, so that I can serve Shah without compromising her. If I manage to return to Baldur's Gate and fulfill Shah's mission... Journal updated, journal updated, journal updated. Ich würde auch nochmal 1 nehmen. Okay. Er ist gerade nebenbei, deswegen ist es gerade einfacher. Willst du sie denn jetzt mitnehmen? Ja, ich würde sie dann mitnehmen. Ich würde dafür Karlak rauswerfen. Okay. Ich würde sie dann als Tank bauen, aber sie kann natürlich auch gut heilen als Klerikerin. Ist halt auch noch so eine Sache, wo ich mir dachte, das ist eigentlich genau das, was wir brauchen, oder? Noch so einen kleinen Support-Character, der heilen kann. Mhm. Dann schaue ich doch mal in den Level-Up-Prozess bei ihr rein.
So, Kleriker Level 3 ist sie dann schon. Ich weiß gar nicht, wann sie... Trickery Domain? Muss ich sie nochmal respecken oder was? Das passt doch nicht ganz, oder? Warum ist sie dann nur Level 3? Also, sie steigt jetzt erst noch auf. Ich wollte eigentlich noch ihre Vertiefung wählen, aber ich glaube, das muss man schon ganz vorne machen. Sie ist hier nämlich irgendwie auf Trickery gespeckt und das ist ein bisschen komisch. Das passt mir nicht so ganz. Ich meine, das ist einfach hier für sie auszuwählen. Zauber habe ich, glaube ich, auch ganz gut gewählt. Sie kann auf jeden Fall heilen jetzt. Und sie kann Aid auf uns zaubern. Das sollten wir aber erst draußen machen. Aid wird unsere maximalen HP erhöhen. Dauerhaft. Also bis zum nächsten langen Rast. Ja, dann würde ich sagen, können wir auch loslegen, oder? Oder gibt es hier noch irgendwas? Habt ihr hier noch irgendwelche Events oder so? Events habe ich hier keine mehr. Oh, Schaufel ist auch schon da. Nicht auch. Ich auch nicht. Okay. Dann gehe ich doch einfach mal raus aus dem Camp. Wir waren hier im Norden auf dem Bergweg, ne? Yep. Also. Dann mache ich hier mit ihr nochmal den Buff. Wo habe ich es dann? Da. Schaufel hat Verstecken auf sich selbst angewendet. Tschüss, Schaufel. So. Schaufel ist aber noch da. Aber er hat Verstecken gemacht. Okay. Ach so. Ja, ich folge euch einfach mal. In welche Richtung wollen wir denn starten? Das ist eine gute Frage. Mina läuft nach Osten raus oder hat nach Osten zumindest die Tür geöffnet? Da kamen wir. Oh, hier ist, glaube ich, noch ein Sidequest. Hier müssen wir noch mit wem sprechen. Ja, schauen wir mal. Im Haus. Ich erinnere mich, wir hatten hier noch die Wache abgeschlachtet, nachdem Mina sie angegriffen hat. Nee. Nachdem ich geklaut habe. Nachdem du geklaut hast und sie dich angegriffen hat, so. Ja. Hat aber zum Glück niemand mitbekommen. Wir haben dich genau hierher gerettet. Was ist denn hier? No. Gods, no, no, no. You should have stayed. You should have been with me. Weil diese tollen also Antworten. Antwort 2 klingt auch gut, aber. Mach mal kurz ohne mich nicht schon mal schimmeln essen. Okay. Dann mache ich mal Antwort 1. Ich glaube, Antwort 2 ist wieder hier so ein Fall wie für Orno. Der hat ja Roleplay-mäßig ist er das angegangen und hat gesagt, er möchte so einen total selbstzentrierten Charakter haben, der sich für nichts anderes interessiert. Der würde dann so eine Antwort geben. Dazu passt doch eine Antwort 2. Wie wollen wir eigentlich das alles angehen? Das ganze Szenario hier. Wollen wir den helfen, den Tiefling? Ich glaube, soweit waren wir, ne? Wollen wir den Druiden helfen? Wollen wir den Goblins helfen? Wir helfen den Tiefling, weil wir die Druiden... ja. Also, wenn wir es schaffen, halt die ohne eine Fraktion zu töten, können wir gerne das so machen. Aber sonst würde ich eher den Tiefling helfen, statt den Druiden. Also es ist ja tatsächlich... Oh, hätten wir sie damals ja doch tot machen können. Warum ist denn das nicht die fertig haben hier? Uns tot. Gott. It's for a sister's wedding. I made a stupid joke about keeping it. We argued about it for hours. Then she took the dowry and left. Okay, jetzt haben wir ein Mitgift zu finden, ja? Eine Dowry ist ein Mitgift, soweit ich weiß. Ja. Das ist korrekt. Interessant, wo ist die denn jetzt?
Also wir haben hier weiter westlich von uns. Hätten wir auch noch was. Da ist auch noch ein Marker. Aber ob wir da hin wollen, ja, ist eine andere Geschichte. Also ich würde vorschlagen, da hinzugehen, weil... Okay. Alles andere ist dann weiter südlich und dann macht es doch Sinn, erst noch kurz in den Westen zu gehen und dann nach unten vielleicht. Du wolltest ja auch so herausfinden, ob wir hier aus dem Norden quasi nach Süden runterkommen, ne? In das Goblin Camp da rein. Das war ja, das hattest du letztes Mal gesagt. Du wolltest nach Norden schauen, weil du die Hoffnung hattest, dass du aus dem Norden dort noch hinkämst. Ja, also generell, weil ich gucken wollte, was hier im Norden noch so ist. Ja, gut. Ich meine, wir könnten natürlich auch noch einen Abstecher Richtung Nordosten machen, weil da ist jetzt einfach noch was unaufgedeckt und dann nach Westen gehen, aber... Ja, oder Nordwesten. Mhm. Zu viele Möglichkeiten. Ich schaue hier gerade mal nach Nordwesten. Ich richte mich dann nach euch. Weil ich gerade so oder so, wie gesagt, kurz... Ja, alles gut. Alles gut, alles gut. Oh, ich bin durch die Glut gelaufen. A human man awaits you, a spell crackling at his fingertips. Oh. Oh oh. Überreden kann ich aber eigentlich. Ja, dann versuch mal. Oh, hier. Ich kann sogar Guidance von ihr dazu nehmen. Und Friends kann ich auch. Und Eagle Splendor. Ah, nee, ich darf scheinbar nur einer. Okay, dann machen wir das so. Oh oh. Oh oh. Ich mach nochmal. Ah, besser. Ja. He freezes, waiting on your next word. Ja. Ich glaube, das ist hier am besten. Ja, weil ich auch nicht weiß, ob Mina gerade hier ist. Oh, ja. Critical Success. Nö. Ich freue mich gerade schon. Schau mich nicht an. Timo hat ihn aber überzeugt. Müssen wir wohl doch nicht kämpfen. Oh, oh ja, danke. Ein Schlüssel. Immer her damit. Behind the wardrobe. Das hier ist hinter der Wardrobe. Einfach in die Luke rein. Ach da, okay, alles klar. Naja, behind the wardrobe, sagt er. Hinter dem Schrank. Oh, ein Holzkoffer. Oh, Wurst. Wurst. Oh, hier. Oh, noch mehr Wurst. Ah. Ich habe den Schlüssel vielleicht verwenden können hier. Hier war tatsächlich noch eine Wardrobe und dahinter war was. Hier ist ein Schnellreisepunkt. Du lootest da oben in Ruhe, ne? Ja, hier ist nicht viel zum Looten. Oh, Autosave. Warte, hier ist irgendwas. That's far enough. What's your business down here? Answer honestly and maybe we'll kill you clean. Bart und Deception könnte funktionieren, aber ich weiß nicht. Das auch nicht. Mina, bist du auf dem Weg?
Ja, ich bin gerade fertig mit auffüllen. Ich weiß nur nicht, ob hier vielleicht gleich ein Kampf losgeht. Deswegen. Ja, ich war eben. Hier kam gerade ein Autosave, wir können notfalls laden. Und dann nochmal mit Mina das angehen, falls es zum Kampf kommen sollte. Okay. Dann mach einfach mal Nummer 5. Ich muss eine 10 kriegen, das werde ich vorhin kriegen. Das sag ich auch. 2, 4, 6. 6 plus 1 plus 4. Also allein durch die Boni kriege ich ja fast schon die 10 hin. Wenn es nicht gerade eine 1 wird, und das kann es nicht werden bei 2 Würfeln, glaube ich. Okay. Ja. 23. Take steel to swagger in here. If you're half as tough as you think you are, I might have a job for you. You've disarmed the traps. Come down. Nice. Wir haben sie überzeugt. Sehr gut, sehr gut. Also du bist noch in dem Keller, ne? Ich ja. Gibt's da noch was zu looten? Nee. Nee? Hier liegt doch noch irgendwas. Also. Ein Buch. Mit R3 konnte man doch alles Lootbare sichtbar machen, ne? Ich komm mal gerade hoch, damit du mich auf der Karte siehst, Mina. Moment. Wir sind nordwestlich quasi. In die. An der Scheune ist so ein Schuppen. Da sind wir rein. Ach, da oben. Ich komme nicht hoch. Ah. Gut. Ich brenne. Bin ich vorhin auch eingelaufen. Und zwar war hier jemand, der uns quasi angreifen wollte, der hier quasi Wache gehalten hat, wenn man so will. Ich habe ihn überzeugen können, dass wir nichts Böses wollen, und dann hat er uns einfach einen Schlüssel gegeben und gesagt, wo wir hier einen Geheimgang finden. Los, Charlie, gib mir den Beat. So, hier kann man nicht rein. Das ist doch geil. Nein, Charlie, du bekommst keine Pommes. Er will doch nur teilhaben. Achso, ich glaube, die Aso hat ja schon alles weggelootet. Ja, also zumindest das, was ging. Ja, genau, und er sagte uns, hinter dem Kleiderschrank wäre eine Tür gewesen. Hier war ein Kleiderschrank, der ist nach oben gefahren. Der hängt über uns. Das heißt, wir können da rein. Und hier war dann der Schnellreisepunkt, den ich gefunden hatte. Ah, cool. Und wurde hier jetzt gerade aufgehalten von irgendwelchen Leuten, die ich dann auch noch überzeugen konnte, dass wir nichts Böses wollen. Und die haben dann scheinbar irgendwelche Fallen, die hier eigentlich gestellt sind, haben sie ausgestellt. Du solltest aufpassen, hier nichts zu klauen. Ich glaube, da sind Banditen. Und ich glaube, von Banditen wollen wir nichts klauen. Aber Mina hat uns zu Chini gefunden. Hier ist nichts rot markiert, also. Ja, alles, was nicht rot ist, kannst du mitnehmen, ne? Oh, hier ist was. Ein Hebel. Der macht bestimmt die Fallen an. Ja, und die Tür zu. Hier ist jetzt. Hier sind jetzt die Sachen rot. Well, don't you cut a fine figure. Want your portrait done? If you have the gold, my pet artist will make you a. Nein, wir haben kein Gold. Let's say we're his. Patrons, yeah? Found him wandering the wilds alone. He needs protection. And if his paintings cover our costs, so much the better, eh? Hmm. Hmm. Ihr wollt ja nur Antwort 1 nehmen oder Antwort 3, um hier quasi aus dem Gespräch zu flüchten, weil ihr Angst habt, dass wir hier Geld für ein Porträt bezahlen sollen. Ja.
kein Porträt. Hey, ich kann wirklich handeln mit ihm. Er hatte eine Trommel zu verkaufen. Und, und ganz viele Färbemittel. Can't show you the good stuff till Zaris gives the say so mind. Friends of the Zen only. Oh, hier liegt eine Spieluhr. Naja, aber sie ist rot. Also aufpassen. Ja, aber wenn wir vielleicht... Nicht in irgendwelchen Büchern lesen. Hier ist nur eine Spieluhr, keine Bücher. Bücher gibt's ja auch noch. Da ist zum Beispiel ein Rezept. Das ist schon wieder ganz verdächtig. Weil das Letzte, was wir lesen wollten, oder was du lesen wolltest, was alles zum Eskalieren brachte, war da auch das Gegengiftrezept. Ja. Werde ich nie vergessen. Kartoffelbrei. Du hast Kartoffelbrei gesammelt. Siehst du mal. Was war das hier? Was war im Englischen? Ich geh mal kurz meine Hände waschen. Potato Porridge. Naja. The parasite is stubborn. It refuses both to leave or to allow itself to be used as you desire. Sehr schön. Im Hintergrund hört man schön das Wasser in die Spüle plätschern. Ja. That's cute. Oh, hier könnte man graben. Ich habe aber keine Schaufel. Mina! Ist auch rot. Ist auch rot, ja, dann besser nicht. So, wo seid ihr hin? Da hinten, okay. Und Wölfe gibt's hier. I hate wolves. I didn't realize you were fighting. I suppose you've noticed I'm not terribly fond of wolves. They're ravenous predators with fangs like daggers. It's hardly an irrational fear to harbor. You've been decent to me so far. Maybe if you can, don't make me face any more of them. At least, not alone. Antwort 3 wieder knallhart. Wir haben jetzt keine Zeit für deine Ängste. Nina. Really? Some might think it makes me a liability. Maybe that's what I like about you. You're different. Uh-huh. Sie hat doch noch was? Something the matter. Das ist noch ein Ausrufezeichen über ihr. I'm sure you do. But please try to understand that it's not something I can just talk about freely. Ich bin tatsächlich für Nummer 3. Ja, oder 4, aber ja. 5. Ob ich das schaffe mit einem Bonus von 4? Ja, war knapp, siehste. Very well. Perhaps there's potential in you. Let's see how you handle this. I am indeed a disciple of Shah. Mistress of the Night and Lady of Loss. I assume you've heard of her. Ich würde einfach Nummer 1 nehmen. My Lady Shah is the Night Singer, the patron of darkness and loss.
Most fear the dark, like children, because in darkness they see their fears reflected. But Shah teaches us to step beyond fear, beyond loss. In darkness, we do not hide. We act. Pain, hope, the promise of better days. All of these are heavy cloaks that bend our backs and burden our hearts. We shed those cloaks. Before Shah, we stand gloriously naked, beyond the vanities of mortals. ich tendiere zu 3. Erstmal gut mit ihr sympathisieren. There's comfort, yes. But often there has to be pain beforehand. We tear down the lies the world is drunk on. The institutions they trust, the so-called gods they worship, the lives they cling to. We destroy false idols, topple corrupt organizations, fight heretics wherever they're found. There's often suffering, death even. Many people break before they embrace Shah's truths. You're wiser than most. Many people balk at our doctrine. It's the reason why we cherish secrecy. You've a habit of saying all the right things. Either you're very glib. Ja, vielleicht habe ich diese Angewohnheit. No, myself. But yes. Once we've saved ourselves, we can talk more on this. We've been through quite a lot, with likely more to come. Care to narrow it down a little? Oh Gott. I don't think I've ever had a confidant quite like you. Oh. And if I have, I can't remember them. Oh, das ist doch schon mal, das hört man doch schon mal gerne. Must I? Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these things. Personally, I think finding this Halsin is our best bet. If we're truly desperate, we can try to convince that goblin gut in assisting us. I'm not too hopeful that a Gith creche will actually prove our salvation, but worth keeping in mind. I suppose we'd go our separate ways. Not a in your company, of course. Perhaps, perhaps not. If we do survive, we'll have separate lives to return to. I need to get to Baldur's Gate. There's someone waiting for me there. Someone I have to reach. As soon as possible. Let's just say it's a very personal, very private acquaintance. Okay. So, jetzt haben wir auch wirklich alles ausgeschöpft mit ihr. Oh, Indra. Hallo, Indra. The dark smells wrong. Not night dark. Wait in dark. Okay. Das war hier unspektakulär. Und hier ist Isbeth. Round and round again. Most gets confused, I think. Immer nur im Kreis. Hier unten ist auch noch einer. Oha, da ist ein Goldring drin. Ja, aber es ist rot. Ja. Ist ja gut, ich fasse nichts an. Hier liegt ein Knopf. Auch der ist rot. Ja. Großer roter Knopf. Ah. Meine Wahrnehmung war erfolgreich. Hier ist was drin. You don't say. Ja, das sehe ich von draußen. Oh, ein Burrow Hole. Vielleicht ist hier draußen auch noch irgendeins und du kannst dich klein machen dann als Katze dadurch oder so.
Aber hier ist nicht rot, die kann ich aufmachen. Da! Ja, dann. Versuchst du das jetzt? Klar. Die Frage ist, brauchst du für ein Burrow Hole eine Katze oder einen Dachs? I'm way too big. Das heißt, ich wäre zu groß. Ja, ein Dachs passt doch da nicht durch. Ja, aber ein Dachs kann buddeln, ne? Ich weiß nicht. Ja, es heißt way too big, wahrscheinlich kannst du mit einer Katze. So eine große Animation für so eine kleine Katze. Weg ist er! Da drin ist er! Jetzt hast du es da reingeschafft. Einen Aufzug gefunden? Ein Aufzug? Die Frage ist, kriegen die das hier mit, wenn ich die Truhe aufmache? Das weiß ich nicht, aber sie ist auch mit einer Falle versehen. Also gerade. Magst du vorsichtshalber mal kurz speichern, nicht, dass hier gleich wieder alles. Machen wir mal. Ich versuche hier mal was aufzumachen. Ach so, ja, die sind doch alle verschlossen. Als Katze kann ich die wahrscheinlich auch nicht öffnen, ne? Das weiß ich nicht. Ich kann dir nur sagen, dass... Gespeichert, ne? Ja, habe ich. Wenn ich wag, der nicht gewinnt. Scheiße. Soll ich nochmal versuchen? Kannst du machen. So. Ja, ich habe ja ein paar Diebeswerkzeuge. Ja, geht doch. Hat doch keiner mitgekriegt. Also ihr könnt R3 gedrückt halten, um zu sehen, wo gerade Gegner hingucken, ne? Oh Mann, Alter, wirklich? Geht doch. Warte. Wow. Ich könnte das auch mit dem Zauber öffnen, von daher. Oh oh. Ja. Ja, so wie dazu. Ich hab's nur rot werden sehen hinter mir und hab gedacht, das war's jetzt. Tja, die Frage ist, kämpfen wir oder kämpfen wir nicht? Welches Level sind die denn so? 4. Ja. Aber das Ding ist halt, die sind halt wahrscheinlich wieder sehr viele. Ja. Gut, ich lade. Dafür hatten wir ja gespeichert. Wir wollten es nur mal probieren. Hätte auch geklappt, aber der Wolf hat sich, glaube ich, umgedreht und hat uns gesehen. Ach, der Wolf. Der Wolf.
dieser Ladebildschirm hier manchmal, ne? Der braucht vor allen Dingen auch noch ewig, wenn er auf 100% schon ist. Ja, eben. So, was machen wir da jetzt? Kommst du wieder raus, oder wie? Mina hat den Aufzug gefunden, sagte er. Ah ja. Ich verstehe. Geht da lang. Kommt zu mir. Geht geradeaus durch. Geradeaus durch? Geh. Ja, ja, geh. Was sagt denn der hier? Nichts. Komm. Careful. No stone scent. No stone sound. Strange stone here. Ist irritiert davon, dass der Stein nicht riecht und keine Ahnung. Von Geheimgang. Das eine Illusion ist. Jo, eine 25. Läuft das hier. So, also können wir jetzt. Mina fährt runter. Komplett ohne uns. Bye, bye, Mina. Das ist ja fancy. Voll die leuchtenden Pilze. Kann ich jetzt auch mit dem Ding fahren? Ja, wir können es anklicken. Dann sind wir auch unten. Kann ich bestimmt als Katze nicht, ne? Ach doch, so. Braucht jemand von euch Langschwerter? Aber mit dem kann man sie wohl, wa? Wirklich direkt in meine Kiste. Muss ich sie trotzdem noch? Naja. Geschenkt. Mit Toten sprechen und falsches Leben habe ich hier. Moment, halt. So. Split Item. Da bin ich mal so frei und gebe die einfach Mina. Und die anderen packe ich in mein Camp. So. Also Mina, ich habe dir zwei Schriftrollen ins Inventar gepackt. Ja. Vielleicht kannst du davon was lernen. Kann ich schon. Ach so. Sogar schon zweifach. Ja. Willkommen im Underdark. Hier ist ein Stricknetz nach unten. They're coming. They are coming. You are coming. So als kleine Erklärung möchte ich das euch nochmal hier gerade mitgeben. Mhm. Ein Stückchen vor uns, also hier, wenn ihr hier steht, wo ich gerade bin, dass ihr hier runter guckt, quasi. Ja. Dann guckt ihr da vorne einfach auf so eine Kreuzung drauf, sag ich mal. So dieser höchste Punkt direkt vor mir. Mhm. Da würden wir ankommen, wenn wir bei der Spinne in das Loch springen. Ah, dann landet okay. Man da. Hm.
Und ich glaube, es wäre tatsächlich am einfachsten, wenn wir hier jetzt runterspringen. Kann man nicht da hinten einfach das Netz runterklettern? Ja, kannst ja mal versuchen. Ich speichere mal vorher. Kannst ja mal versuchen. Au. Siehst du das Problem, ja? Und da vorne Gegner. Lukaki. Da vorne Minotauren. Oder hast du hier das Seil kaputt gemacht? Nee, doch, das ist kaputt, ja. Sie kommt nicht mehr hoch. Ist das nur der eine? Was? Ja, ne? Weiß ich nicht. Vielleicht? Also wir sind nicht im Kampf. Wir sind ja jetzt hier oben. Ah, ich meine, das ist ja doof. Warte. Ich habe mal die Idee. Vielleicht können wir von hier oben runter zaubern. Oder so. Ja, eben. Hätte ich jetzt gedacht. Der ist ein bisschen... bisschen zu weit weg für mich. Ja, der kommt ja noch. Der kommt ja noch. Da kommt ja noch weiter. Da sind zwei. Sind zwei. Jo. Ja, aber der eine ist noch ganz hinten. Jo. Nur Shadowheart. Vielleicht kann ich... Ne, dazu muss ich ja nicht ran, glaube ich. Moment. Hat sie irgendwas, was dir helfen könnte? Also ich kann dich auf jeden Fall heilen. Dachte ich. Ach. Alles nicht so einfach. Von hier oben kann ich nicht so viel machen. Ja. Was war das? Chilaly. Ey, der crittet, lass ihn neu rollen. Okay. Hat wohl nicht geklappt. Bin tot. Ja, wir können dich von hier oben heilen. Dann lebst du gleich wieder. Wobei, vielleicht läuft er ja auch einfach in die Fallen noch rein. Ach nee, die sind alle kaputt, oder? Hast du alle ausgelöst? Nein, nur eine eigentlich. Ich glaube, er hat die gerade mit seinem... Oh, wahrscheinlich hat er dich deswegen auch tot gekriegt, weil die einfach noch explodiert ist zusätzlich. Vielleicht kommt der aber nicht zu euch da hoch. So, dann schaue ich doch erstmal. Eins nach dem anderen. Also du lebst jetzt wieder da unten. Ja. Damit du nochmal sterben kannst.
cool. So, da ist jetzt nah genug dran. 94% Chance, ihn zu treffen. Und ich glaube, ich habe hier mein Ding sogar an, oder? Habe ich das oder hatte ich das ausgemacht? Hatte ich ausgemacht. 75% Chance zu treffen. Let's go. Cool. Moment, warum kann ich... Achso, kann ich noch nicht. Verstehe. Jo, so viel dazu. Schon, dass er es hier hoch schafft. Wenn du es schon nicht schaffst. Der eskaliert ja gar nicht. Ne? Alter. Und das ist noch ein zweiter. Aber er hat nur noch 12 HP. So. Gut. Fancy aussehen tust du, wenn du diesen Zauber vorbereitest. Oh ja, klar. Also ich wäre übrigens, das hatte ich ja so vorgeschlagen, ich wäre einfach da hinten, wo ich runtergeschaut hatte, wäre ich einfach runtergejumpt mit ohne Fallschaden aktiv. Um dann die eben. Ja, aber so kriegen wir Erfahrungspunkte. Ja, gut. Sag nur, das war mein Vorschlag. Mehr sage ich nicht. Die mit ihrem Spurt, lass mich in Ruhe. So. Wieso kann ich eigentlich überhaupt nichts machen? Ach so, jetzt. Irgendwie das gerade. Ich heile dich mal. Bisschen gelaggt. Wenn ich dich treffe, ich will nicht den Gegner treffen, oh Gott. Da steht dein Name. Gut. Und hier wohnt. So, einmal mache ich wieder Schiddela. Der ist schon mal weg. Shit your trousers out. Shuffle ist hier, ruft er. Schaufel ist da. Ey, der hat schon wieder eine 20. Ja, sehr gut. Ich hätte mich lieber nicht bewegen sollen. Ich bleib hier einfach stehen. Du könntest dich verwandeln. Ja, mach hier auch im nächsten Zug, damit ich nicht sterb. Ja, sagst du so, aber der ist jetzt dran. Okay, er ist nicht dran, er hat Angst. Geil. Ja, Schaufel mach's möglich. Also bleib da stehen und verwandel dich zum Bären. Ich glaube, das ist das Beste, was du machen kannst. Damit hast du jetzt auf jeden Fall viel HP. So. Wow, ein.
Eine 23, das ist immerhin kein Crit. Ich weiß gar nicht. Nee, Kritten tut man nur mit einer 20, ne? Also wenn man genau eine 20 würfelt, dann ist es ein Crit. So. Weil wir jetzt hier nicht runterkommen, Mina, warte mal. Ich hab da was. Jetzt können wir springen ohne Fallschaden. Also Schaufel ist einfach hier an der Seite hochgeklettert. Ja, ich habe ihn ja auch da so. Achso, da kommt man einfach lang. Okay. Na gut. Typisch, Christine. Guck. Oh, hier kann man Pilze sammeln. Da ist Christine sofort dabei. Hallo, Sasa. Mach's dir gemütlich. Nimm mal die Spitzhacke mit. Der richtige Sasa oder der das ist NPC Sasa? Der richtige Sasa. Wir sind alle ein bisschen Sasa, aber das ist der richtige. Also, weil wir den Kampf geschafft haben. Indem Christine uns wieder getrieben hat. Wo ist der Unterschied, fragt er. Ja, Sasa, du bist so ein NPC. So, ihr wollt da oben lang? Wir können da oben lang. Das ist gar kein Problem. Da oben kommen wir tatsächlich zu einem Schwert, was ich eigentlich gerne hätte. Gut. Gut? Da hinten sind komische Viecher. Und wo bist du? Hier oben lang? Ne, du bist unten, ne? Ah ne, doch, da. Das. Nein, nicht. Ah, verstehe. Die Pilze. Das was? Sind pilzbewucherte Viecher. Die da. Ah. I. Nee, die da hinten. Der roten da. Oh. Die sehen nicht so freundlich aus. Sasa schreibt, wundert mich, dass du überhaupt auch noch auf mich reagierst und dich einfach skippst. Weil Sasa denkt, dass ich ständig immer nur NPC-Gespräche skippe. Hier ist wieder ein Minotaurus. Noch einer. Aber wenn das nur einer ist, dann können wir den wohl machen, ne? Schimmer. Guck gerade. Also sieht nur nach einem aus, aber ich glaube, da ist noch irgendwo ein zweiter. Oh, das einer. Ist auch sehr geschwächt. Der läuft sogar weg vor uns. Und stirbt da. Okay, dieser Tempel ist gesichert, würde ich mal behaupten. Er hat den Minotaurus verkokelt. Die Statuen haben einfach auf ihn geschossen. Es kam mir immer eitel vor zu glauben, deine Taten seien richtig würdig. Und da kann wieder jemand reinkrabbeln, der klein genug ist. Chemiefeuer. Aber der Eisbär ist nicht klein genug. Nee. Oh, ein Schlüssel, nehme ich mal mit. Test nochmal, ob der wirklich gesichert ist, der Tempel. Sasa, ich glaube, das Spiel hat uns sagen wollen, mit diesem Minotaurus, der sich da gerade geopfert hat, dass der gesichert ist. Nicht so von wegen For Science nochmal anklicken. Ich bin eigentlich dafür, dass wir das nochmal probieren. Christine sollte mal vorgehen. Aber, wow, ja. Ich hab's probiert. For Science.
Aber vielleicht. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, da rechts rüber zu springen. Ist ja, glaube ich, ganz cool. Moment. Lass sie mal hier und ich schleiche mal. Schau mal, wie weit ich komme, wenn ich schleiche. Seht mich nicht. Jupp. Das ist einfach dran vorbei. Ja, einfach dran vorbei. Ich bin Eisbär, ich kann da gerade nicht mit, also. Ja, alles gut. Komm hier, spring da drauf, Junge. So. Oh. Moment. So. Ja, ja. Haha, ich bin drin. Ich bin drin, Leute. Cool. Hier ist ein Quick Travel Point. Waypoint. Ach cool, da kann ich ja dann einfach hin. Ja, dann sind wir nur hier drin. Ja. Moment. Ich mach das Ding einfach kaputt, dachte ich mir. Es macht nur keinen Schaden. Ha! So. So. Jetzt könnt ihr. Okay, es ist noch zu, aber... Ach, hier ist ein Hebel. So. Bitte sehr. Danke. Auf der Suche nach dem Nachtlied. Hier liegt eine Schriftrolle. Und was für eine? Ach so, oh. Nee, ist irgendwas zum Lesen, Schriftrolle. Ha! Geöffnet. Whatever secrets lie beyond this opening will be for someone smaller to discover. Natürlich. Na? Ja. Doppelt und dreifach gesichert hier wieder alles. Die Luminous Armor, die würde ich nämlich gerne. Wo ist sie denn? Shadowheart geben. So, was haben wir hier noch? Will jemand die Truhe hier öffnen? Die ist verschlossen. Ups, ich habe einfach die ganze Truhe gerade eingesteckt. Kann ich gleich machen, Moment. Drop Item. Außer jemand braucht eine Truhe. Ich habe einfach eine Truhe mitgenommen. So. Schau ich doch mal. Was sagt die denn? 15. Na, das schaffe ich. Wow, ich habe 14 geschafft. Weißt du was? Ach, never mind. Kann ich nicht. Dreizehn.
10. So, Mina, so lass mich mal. Ich krieg's gerade einfach nicht hin. Ich hab nur ein paar. Ich bräuchte eine lange Rast, dann hätte ich einen Zauber, um das zu öffnen, aber... Oh, ich hab. Ein Helm. So, was? Wo ist Helm? Das ist Helm. Helm des Niederschreckens. Stärkendes Niederschrecken, wenn du mit einem Niederschreckenshauber wirkst, erhältst du temporäre Trefferpunkte in Höhe deiner Charisma. Rettungswurf. Was ist ein Niederschreckenshauber? Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob sie das kann. Kann sie smiten? Woran kann man das sehen? Das ist die Frage. Also kann sein, dass das so ein Paladin-Ding ist, weißt du? Let's move. Noch so ein Ding. Also Niederstrecken klingt nach Paladin, wenn ich ehrlich bin. Da hinten führt eine Leiter hoch. Können wir den Gel aufhören? Ja, ne? Haben wir was aus dem geben können. So. Erst die Leiter hoch oder weiter da? Wie ihr wollt. Ja, ich frag euch hier gerade deswegen. Ziehen, was sagst du? Die Leiter hoch, würde ich sagen. Das sagst du nur, weil du ein Bär bist und da nicht hoch kannst. Das stimmt. Okay, gehen wir mal die Leiter hoch. Es scheint eine sehr hohe Leiter zu sein. Hast du Höhenangst? Haben wir deswegen gerade eine Sequenz? Weil du hängst da so. Nee, ich glaube, das ist einfach eine sehr hohe Leiter. Ich habe nur eine Pause gemacht. Die Diebesbande, die sich als Abenteurer ausgeben, heißt es im Chat. Ich weiß nicht, wovon die reden. Cool, hier kommen wir nicht weit. Also, da möchte ich bitte nochmal hören, dass man als Bär keine Leiter hoch kann. Ja, ach, wir hätten dich zuerst gehen lassen sollen, damit du die Sequenz bekommst, verdammt. Ja, hier geht es nicht weiter, oder was? Hier geht's nicht weiter. Wow. Sieht so aus, als hätten wir hier von der anderen Seite hingesollt. Runter geht die Runde. Ja, gut. So, können wir hier jetzt da durch ohne Probleme, oder?
Ja, hier kommen wir durch. Ja, das habe ich ja deaktiviert. Soll ich auch da gerade hinten so komisch grün geleuchtet? Hier hat nichts geleuchtet, nee. Aber hier vorne ist tatsächlich das Schwert, das ich haben wollte. Mal schauen, ob ich es mir holen kann. Was war das denn? Da gräbt sich irgendwas. Und der Bruder geht einfach weiter. Ja. Und ich bin oben geblieben. ...15 muss ich würfeln. Ich hab da sogar minus 1 bei Intelligenz. Wow. Eine 1! Machst du jetzt den Link? Und kriegst das Schwert nicht raus? Soll ich mal probieren? Eine 11. Ich glaube, Stärke haben wir alle nicht so unbedingt, ne? Ich glaube. Eine 4. Ich glaube, den letzten. Und vielleicht sollte ich einfach nochmal kurz Dingens holen gehen. Ja, oder Mina probiert es nochmal in der Zwischenzeit. Oh, hier sind wieder Pilze. Ja, du kannst ja sogar diese leuchtenden Gräser kannst auch anklicken und einsammeln. Muss nur ein Nature-Check dann jeweils bestehen. Gut. Werden wir wohl nicht König von England, heißt es nur im Chat, ja. Wow! It feels like you're warring with 10 people for the blade. With another hard yank. Sorry, Sasa, Mina hat es gekrittet. GG. Das war das, was ich haben wollte für mein Baden. Kannst du gerne haben, wenn du willst. Das ist ein singendes Schwert. Das kann buffen und debuffen. Ich kann damit so oder so nicht umgehen. Okay, dann gib her. Ja. Ja, yeah, gib her. Ruhig. Danke. Schon. Aber ich glaube, da kann ich keine zweite Waffe mehr mit zu. Nee. Die ist zu schwer. Das ist. Beziehungsweise ist das ein Großschwert sogar, ne? Langschwert. Aber Finesse-Waffe, das heißt, sie eskaliert mit Dexterity. Und jetzt könnte ich hier shrieken. Genau, alle Gegner haben einen. Also alle Gegner im 6 Meter Umkreis haben einen Nachteil beim Werfen von Charisma. Wisdom und Intelligenz. Was war Wisdom schon wieder? Weisheit. Zumindest bei den Saving Throws haben sie einen Nachteil. Und außerdem bekommen sie 1-4 Donnerschaden. Können wir hier runtergehen? Oh. Ja, ich wollte nur gerade das Schwert absprechen, sorry. Ja, nee, da war ein Autosave, deswegen habe ich nicht. Nee, es war ein Quicksave. Ach. Da willst du runter? Bist du dir sicher? Nee, ich bin mir mit nichts sicher, aber irgendwo müssen wir lang gehen. Okay, bitte. Und das Spiel so, ihr geht hier nicht runter. Ach, wer ist das denn? Das war dieser blöde Pilz, der ist gerade geplatzt. Moment. So. Die Sporen haben uns kontrolliert und uns nach oben laufen lassen. So. Hysterie-like. Ja, aber wer da so bescheuert gelacht hat gerade. Das waren wir. Ja. Ich bestimmt da, nicht. Das ist ein, das war ein Autosave.
Okay. Das war ein Autosave, ja. Warum ist das bei mir ein rundenbasierter Kampf? Was? Es ist immer rundenbasiert, aber das Turn-Based-Mode hat sich angeschaltet, weil Gefahr besteht. Immer wenn wir in irgendeine Falle tappen oder ähnliches, dann schaltet sich automatisch der Turn-Based-Mode an, damit wir in Ruhe gucken können, was passiert und daraus navigieren können. Ich glaube, du solltest von diesem Bodending vor dir Abstand nehmen. Ich glaube, darum geht es. Ja, aber ich kann ja nichts machen. Du müsstest steuern können, doch. Achso, du bist knocked down. Okay. Ich bin niedergeschlagen. Du bist niedergeschlagen, verstehe. Okay, dann musst du das wohl fressen. So, wenn wir alle gezogen haben, dann passiert jetzt was. So, da geht der Kampf los. Der Landhai. 125 HP, okay. Landhai, echt? So heißt der, ja. Ist ja langweilig. Im Englischen ist es die Bulette. Wow. outside of normal range? Du kannst mir nicht sagen, dass der immer noch outside of range ist hier. So. Hört das mal wieder aus. Und dann könnte ich das anmachen, aber das passt gar nicht mal. Süß. Au! Jo. Ich bin tot. Interessant. Also ich kann auch nicht von ihm weg. Kann nichts machen. Naja. Offhand Attack könnte ich machen. Ich meine, wenn wir den nicht schaffen, dann können wir vielleicht einfach einen anderen Weg finden. Nein, ich will hier lang. Du willst genau hier, genau hier lang, ja? Auf jeden Fall nicht da hinten, wo die Minotauren waren, runter oder so, ja? Das muss hier sein. Aua. Nein, wir können natürlich auch einen anderen Weg nehmen. Ich wusste ja nicht, dass hier sowas passiert. 50%? 40%, toll. Halt, sie hat doch auch diese... Achso, kann sie nicht mehr. Ich habe keine Ressourcen mehr zum Heilen. Ist das schön. Schön, dass ich auch quasi tot bin. Bin ich froh, dass ich gerade gespeichert habe. Wobei, es kam mir auch ein Autosave, ne? Boah. Sasa, wie geht's dir so? Alles in Ordnung?
Was machst du so? Bist du wieder in Hyrule Warriors dran? Geht Lerule weiter? Oh, danke. Also ich bin auf jeden Fall tot, wenn er mich das nächste Mal angreift. Ja, Moment. Also ich gehe dann. Du verwandelst dich zurück und kannst dich doch dann neu verwandeln, oder? Ja, genau. Ach so, tschüss. Hä? Okay. Ich glaube, wir haben es überlebt, Leute. Aber wir brauchen auf jeden Fall eine lange Rast. Irgendwie mal. Hauptsache, der Eisbär sammelt erstmal alles ein. Also grade, ja, die Pilze. Gerade läuft nur Stream, schreibt Zauber. Vorsicht, da vorne die Dinger explodieren auch. Schieß am besten ein bisschen Feuer auf die oder sowas aus Entfernung. Ja. Nein. Warum spiele ich Shadowheart gerade? Das macht ja gar keinen Sinn. So. Hup. Speicher mal ab. Da oben sind so eine Viecher, lass mal rasten. Rasten, okay. Einmal ins Camp und rasten. Achso, nee, doch nicht. Sorry. Ich dachte, er hat gerade eine coole Waffe dabei gehabt, aber hat er nicht. Oh. So, dann kann ich einmal das Inventar durchgehen, wa? So, packe ich die alle weg. Wunderbar. So, also ihr wollt kurz rasten, ja? Ja, und ich werde mal kurz Shadowheart respecken. Wo ist denn der Typ hier? Da oben. Huh, ist ja ein fancy Lager hier. Voll die Pilzparty. Mhm. So, Cleric ist ja gut für sie. Das passt eigentlich auch so. Aber Trickery war halt das Doofe. Light ist das Gute für sie. Bisschen Constitution ist, glaube ich, nicht verkehrt. Verdammt. Wieso ist das auf Stärke? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Siebzehn ist da das Maximum. So, ist das, glaube ich, ganz gut. Scheiße, ist pending. Oh, ich habe noch zwei zu vergeben. Interessant. Der kostet mich zwei. Dann lieber so. Also sie hat History und Medizin. Ja, von mir aus. So, das habe ich gerade gemerkt, dass das vielleicht wirklich nicht schlecht ist, wenn sie dann einfach nochmal die richtigen Sachen kann. Radiance of the Dawn. Sanctuary ist auch mal gut. Ich geh mal kurz auf Toilette, während du da um. Ja, mach das. Lange wird es nicht dauern, aber mach das. Ich
So lange dauert mein Toilettengang auch nicht. Light Armor Proficiency hat sie eigentlich schon, ne? Oder? Hat sie das? Stunden später. Sie hat Medium Armor Proficiency, dann hat sie auch Light Armor Proficiency. Okay. Ja, ich frage mich nur gerade, was ich hier geben will. Vielleicht mache ich einfach das hier. Da fällt mir ein, vielleicht kann sie irgendwann hier lernen, Flüche zu entfernen, weil Mina ist ja noch verflucht, ne? Das ist richtig, dass sie noch verflucht ist. Das wäre ja nice, wenn sie das irgendwann könnte. Ach, immer noch. Immer noch. Nee, ich bin schon durch. Alles gut. Was ich gesagt habe. Wo läuft sie denn hin? Shah's blessings upon you. So, dann einmal übernachten, oder wie? Einmal campen? Ja. Oh. Damn thing. It has to open, surely. It has to do something. Shadowheart's attention is consumed by a strange box that she turns over in her hands. The box is inscribed with unfamiliar glyphs. In an instant, Shadowheart hides the box from view. It's nothing. Trust me. Interesting choice of camp we have here, isn't it? Peaceful. Schönes Wetter heute, ne? Ich bin für die Eins. You can really appreciate the quiet here. Not like in the city where noise and life scarcely ever fall silent. Geh jetzt immer auf Weisheit bei dir. Weil ich so viel Weisheit habe, ne? Genau. Ich habe viel Weisheit. Das sieht man aber nicht. So wow. Wie du uns immer in den Tod und Verderben stützt. Ich sag nur den Landhai, die Mintau. Der Landhai ist halt sogar nur abgehauen, ne? Der ist nicht besiegt gewesen. So. Lady of Sorrows, guide us. Did you want something? Okay. Hat wohl nichts weiter. Ich könnte mit Karlak mal sprechen. Hey, Soldier. Oh, hatten wir das ihr noch gar nicht abgegeben? Müssen wir das noch machen? Haben wir, glaube ich, noch nicht, nee. Waren wir noch nicht bei... Oh.
Also gefunden hatte ich das schon, aber oh. Let's hope Damon is as good as he seems. Once my engine's handled, I can focus on more important matters. Tadpoles, cults, frosty pints. Gives me energy, power. But you've seen it in action. Very hard to control. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed, I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. Must be pent up. Agonizing. Gods, what I wouldn't give for a hug. A pat. Anything. You've never met anyone so desperate for a hug as this one right here. Pathetic, perhaps, but true. It's my lot to bear, and I bear it badly. Oh, well. Can't have it all, can you? Not today, at least. Ah. Okay. Oh, ich schau noch mal in ihre Questline rein. A Fairy Friend. Fairy, wie auch immer. Ah, Damon upgraded Kardak's Engine, but couldn't repair it yet. Okay, also haben wir das abgegeben gehabt. Wir brauchen nur noch ein zweites. Okay, ich dachte jetzt, wir hatten es nicht abgegeben. Warte auf andere Spieler. Ich hab's schon angenommen. Also habe ich genug Alkohol, um uns hier einmal. Nee, ich glaube nicht, ne? Nö, ich habe einfach nicht genug Sachen. Ich habe Würstchen gesammelt. Ah. Würstchen sind immer gut. Okay. Dann buff ich uns draußen wieder. Zaza macht schon wieder Glücksspiel im Stream. There's something I want to talk to you about. Something important. I can never take for granted how someone might react when they learn I worship Lady Shah. Easier to just keep it a secret than take the risk. But you showed you had an open mind. I'm trying to say that you've earned my trust in a way very few ever have. I want that to mean something. I want you to know more about me. At least from what I can remember. As long as I've prayed to Lady Shah, I've wished to serve her as a dark justiciar. There is scarcely a greater way to fully dedicate yourself to Lady Shah, save perhaps if you become the head of her church. To become a Dark Justiciar is to become the Night Singer's sword arm, her implement with which she will cast down the unbelievers and win the final battle to restore her perfect, endless darkness. It's all I ever wanted. I prayed it was my calling. But Mother forbid me from seeking to prove myself worthy of the rank. She said I was not ready. Not my mother, I should add. The Mother Superior, head of Lady Shah's enclave in Baldur's Gate. Sometimes I wonder if she would ever deem me ready. I owe her everything, and I only wish to serve, yet she can prove... Also ich glaube, sie ist an einen Kult geraten. Nein.
Ah. Ah. Und dann kommt man raus, damit wir buffen können. Also unsere großen Buffs, du solltest auch Widersprechen mit Tieren aktivieren, falls dir das wichtig ist. Klar. Und wo habe ich es? Longstrider. Oh, ich kann ja Kratzer immer rufen. Oh, siehst du mal. Beschwöre den besten Jungen. Kratzers scharfe Nase spürt so manches auf, was in der Welt verborgen ist. Ja, let's go, hast ein Pet. Das sieht ja fancy aus. Ah. Süß. Aber keine Interaktion gerade möglich, ne? Nee. Also Moment. Ich mach mal ein Save, ne? Ja. So. Gut, und ja, dann legen wir mal los, wa? Aber schau mal, Mina, die sind gar nicht rot, die sind gelb. Die haben einen gelben Kreis auf dem Boden. Du solltest aber aufpassen, ne? Weil wir... Weil was? Wenn die Katze stirbt. Christine. Achso, Christine. Ja, ist halt die Frage, ob das derselbe Kratzer ist wie der im Camp oder ob das eine Kopie ist. Ich glaube, das ist der gleiche. Okay. Also wir können ja speichern und dann gucken, ob er stirbt im Kampf. Ja, genau, wenn er mal stirbt im Kampf, dann können wir gucken, ob er danach noch lebt. Das ist so ein Plan. Und dann entscheiden, wie wir damit umgehen. Sehr gut. See? Tell you choose, Beefy. Trust me. Always. Always. Mir ist gerade mein Controller bei der Ruder gefallen. Da sprichst du erstmal Schaufel an. Sehr schön. Gut. Also die sind gelb. Wollen wir die angreifen? Na, wenn sie gelb sind, dann brauchen wir sie nicht angreifen, oder? Ich geh mal hin. Hast du gespeichert? Ja. Gut. Hallo. Swallowed by a chorus of turbulent music. Through one creature sing many voices. Die sehen nicht so nett aus. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Die sind doch mega freundlich hier mit diesen ganzen Sporen und allem. Ach, das ist die Stimme, die du gehört hattest, wa? Ja. A single melody rises above the others, brassy and commanding. I am sovereign. You see a vision. Your lifeless body wrapped in fungal tendrils. The Sovereign is threatening you. State your purpose. Verstehen an. Ich würde auch eher auf die 3 gehen. Ja, dann mach. Wenn du überzeugen kannst, ja. Naja, okay. Das würde, glaube ich, gerade so hinkommen. So, oh, ich habe was für den Falschen. Die Bardic Inspiration bitte nicht. Die brauche ich zum Angreifen.
Diana, ich troll dich. Fungal roots weave through your mind, seeking your true intent. Oh, stellt euch vor, Thunderbird erinnert mich daran, dass es heute Baldur's Gate 3 gibt um 18 Uhr. Es ist 1 Stunde 55 in dem Stream. Ja. The persistent music coaxes you forward. The sovereign expects you. Okay, soweit so gut. Okay, okay. Dann können wir jetzt rein. Das war ein Autosave, glaube ich. Jupp. Ist ein toter Drauger? Willst du ihn wiederbeleben? Ja. Willst du mit Toten sprechen? Ja, kann ich mal machen. Leiche ist zu stark beschädigt. Leiche ist zu stark beschädigt. Wow. Ihr geht. The corpse remains silent. Wow. Wow. Die hat nichts zu sagen. Hier sind noch ein paar mehr. Sasa. Oh, Pilze. Sasa schreibt, werdet auch zu Pilzköpfen, werdet zu Toads. Ihr könnt diese leuchtenden Dinge übrigens anklicken immer, ne? Asu. Was? Du sammelst doch immer Materialien. Du kannst diese Nightlights hier anklicken. Diese. Ja, habe ich schon gemacht. Da oben die eine. Hätte da runterspringen können, aber wozu? Ach ja. Ein Tiefenblom. Ich glaube, hier waren ein paar Banditen, die sich versucht haben, hier zu verstecken und Zybis getötet worden. Hm. Hier unten, das sieht aus wie so ein. I smell a trap. Eine Falle. Wo ist eine Falle? Hier wohl. Irgendwo. What? Geck! Got someone sneaking up on us! What's this? Got ourselves an infiltrate. You move pretty quietly. Not quietly enough for my liking, though. Noise gets you eaten down here. Reckon I'll hush you before something hungry comes along. His gnarled fist grips and. Toll, Mina. Soll ich ihn versuchen einzuschüchtern? Wie gut bist du im Einschüchtern? Ich glaube sogar, sie ist eigentlich, glaube ich, sehr gut da drin. Dann versuch das doch. Na, dann versuch's doch ja, mal. Ich hab einen Vorteil, Charisma plus 1. Ja, komm. Ach du Scheiße. Ach komm, eine 20. Ja, geh doch. And you're dead. Told you. Bei wem ist gerade eine Möwe? Man muss bei Asus sein. Möwe! Das hört sich an wie eine Möwe, ja. Ich hab aus meiner Trinkflasche getrunken. Ja, ich wohne jetzt am Meer.
muss jetzt töten und die Stiefel zurückbringen, sonst. Digga, ich würde ihnen halt nicht helfen wegen ein paar. Okay. Das ist ein Zeitquest dann, meine Güte. Vielleicht kommen wir damit an die Stiefel und können die Stiefel behalten oder so. Mal schauen. Ja, wir suchen eine Sklavin, Alter, die einfach frei sein will. Ja, aber vielleicht finden wir die Sklavin, können sie überzeugen, uns die Stiefel zu geben, die Sklavin leben lassen. Eine Lösung finden einfach. Wir hätten ihn töten sollen. Good. Do well, and I might do really well, and who knows? Maybe the Absolute will have space for you in her ranks. But that comes later. Boots first, then you'll get what's coming to you. Deep Gnome Slave. They all look the same. But this one's got fancy boots. She's with the rest of our expedition across the lake. Special mission for the Absolute. Okay. Schau mal, das ist doch schon mal schön, wenn die uns nicht angreifen hier. Oder? Ja, ich bin ja auch nicht Asu. Was? Also ich hätte gern gegen die gekämpft. Typisch. Oh, die sind Level 5, Digi. So. Gegen die wollte da kämpfen? Gegen die Level 5 Dinger? Also wollte gegen die kämpfen. Der ist sogar Level 7, der Dude. Oh, kann man die Leichen hier looten? Sie sind nicht rot. Gelb heißt aber auch, dass sie einer Fraktion gehören. Also wer weiß. Soll ich mach einen Quick Save, dann kannst du probieren. Okay, dann kletter ich wieder runter. Ja, guck mal, der hat einen Leuchtkappenpilz. Weiß nicht, was mir das bringt, aber... Irgendwo wollt ihr gerade ein... Da unten. Jo. Ein Waypoint. Da unten an dem... An dem Stein. Ach so, ist schon freigeschaltet. Ja. Ploppte gerade auf. So von wegen, hey, hast einen Wegpunkt gefunden. Hm? Hier ist ein Loch. Hier auch. Hier sind ein paar mehr Löcher. Am besten steckst du einfach deine Hand rein. Oh, verwest das Fleisch. Oh, du kannst wirklich reinfassen. Short? Interessant. Ah? Weil du klein bist. Weil du klein bist. Ja, einfach mal reinkrabbeln. Mal schauen, was passiert. The passage narrows and bends. Your shoulder deep when you brush against a fleshy tentacle. You withdraw your hand instinctively before whatever's lurking inside can react. Ein Tentakel. Schade. Ja, ich wieder. Uh-huh. Something's burrowed in there.
Oh, ich glaube, die Bulette ist nochmal hier. Ja, wie wollen wir damit umgehen? Der Landhai. Der tot machen. Der tot machen, sagst du so? Wo ist er denn? Es hieß gerade, hier ist irgendwo was. Der ist gerade lang gekurbelt. Und wohin? Ach, hier ist ein Loch. Da vielleicht? Wow. Sprengt euch nicht in die Luft, bitte. Das ist ein Stein da oben. Kannst du den looten? Das ist leider zu hoch für mich. Was kann ich looten? Wo? Ach, den hier. Ja. Ja. Wichtig. Vielleicht. Vielleicht. Das ist auf jeden Fall eine Zutat. Die kann ich dir geben. Kannst du wieder craften. Die kann man doch auch rüber. Hier, warte, Mina. Ja, wo geht's dann hier hin? Treffe ich alle noch? Ja. Nicht genug Platz. Aber hier ist auch nichts außer... Doch, da geht's runter. Alter. So viel dazu. Ich bin tot. Du hast mich auch fast getötet, Alter. Lebe. Was hast du gemacht? Hier ist ein Pilz explodiert. Der hat mich dann in den Abgrund gestoßen. Ja, wie kommen wir jetzt zu dir? Unerklettert. Ich bin tot. Ich schwebe hier als Seele rum. Ah. Also tot, tot. Ich kann dich plündern. Ja, toll. Kannst du mich auch wiederbeleben vielleicht? Hast du nicht so eine Wiederbelebungsrolle dabei? Bestimmt. Warte. Hä? Wieso geht das nicht? Weiß ich nicht. Was macht ihr da? Ich kann dich nicht auswählen. Ziel ist blockiert. Zu hoch? Ich guck nach. Wieso zu hoch? Geht das von hier? Bin ich jetzt hoch genug? Aha! Junge, Junge. Du machst Sachen. Das war Asu. Asu hat mich getötet. Wieso ich? Ja, weil du da zu nah an diesem Dingens dran warst. Dass der explodierte. Ja, aber ich hab's überlebt. Ja, du wurdest auch nicht in den Abgrund damit gestoßen. Ja.
My faith will guide me. Habe ich mit dir noch was, was ich mal machen könnte? Also, das muss reichen. Warte. Danke. So, hier geht's runter auf jeden Fall. Möwen füttern verboten, schrieb Sasa noch. Vor 10 Minuten übrigens. Bleibe hier gar nichts verbieten. Echte Gegner. Kämpfen! Welches Level sind denn die? Sie sind erstmal gelb, sie sind Level 2, also sie sind gelb. War kurz als getreuter. Ich will mich einfach mal hier oben hin. Soll ich runtergehen? Ich mach das mit Shadowheart. Warte. Ja, jetzt könnt ihr. Our blood to fill your oceans. Oh, blessed Boal. Boal. To build your temple in the deep. A wave of pure passion washes over you. And with every surge, you feel a presence grow in response. Also Baal, nicht Boal, sondern Baal ist der Gott, der Mörder des Mordes. Gott des Mordes. These beings are Kuatoa, former Mind Flayer slaves that manifest their gods through sheer belief. Sie beschwören einen Primae. Our Lord of Murder demands sacrifice. You will be an offering for the great God. War ja eine gute Idee. Antwort 2 ist die Wahrheit. Ja. That's so cutlet. I'm a god. And I fancy a bitter man. Simple enough. Well placed. Boal wants a sacrifice. Boal wants blood. Huh? What's that then? What you got for blessed Boal? Sie ist natürlich jetzt Kleriker. Sie hat nicht so einen guten. Sie kann nicht gut überzeugen. Nehmen trotzdem. Blood! Boal demands blood! Blood! Was für ein Blood? Ein Blood? Normal Range. Ist doch ein bisschen zu weit weg, wa? Wenn ich das Ding anmache. Ach, siehste. Undi nimmt gar nicht an Kämpfen teil. Undi nimmt nicht teil am Kampf. Warum, ist er zu weit weg oder hat er sich versteckt? Weiß ich nicht. Er ist auf jeden Fall weg. Kannst du nicht auswählen, wenn vielleicht. Du als zweiten. Oh nee, er ist weg, komplett weg. Vielleicht ist er auch gestorben. Oh. Vielleicht ist er auch mit in den Abgrund gefallen. Das kann sein. Sasa überreicht ein Blatt Klopapier. Genau das.
Was hat sie denn Schönes? Ja, Boal ist halt Stufe 5, ne? Der ist jetzt irgendwie. Damn! Boal! Holy shit! Der geht ab. Das war's mit Shadowheart. Okay. Kann sie von euch gleich wer heilen? Kann ich theoretisch machen. Ach so, nee, warte mal, wenn ich da jetzt meinen Mondstrahl reinsetze, ist Shadowheart auch wieder tot. Ja. Also viele von den Gegnern haben noch wenig HP. Aber der eine ist halt irgendwie böse. Gar nicht gesehen. Wir haben nur 13 gerollt. Die treffen uns einfach gar nicht, weil die zu niedrig würfeln. So, wo habe ich's denn? Ich glaube, das bringt so viel, wenn es sich da greift und die wieder so. Meinst du so? Sie weicht einfach aus. Oh. Der ist plötzlich tot. Er hat mir das Spiel nicht gezeigt, was passiert ist, bis er gebrannt hat. Das nennt man Ablenkung. Ja, Shadowheart muss sie nur ablenken, dann passt das. Aber ich sogar ganz elegant, während ich hier Flöte spiele, weiche ich den Pfeil noch aus. Das passt euch nicht. So. Ja. Er ist fast down. Der Boss da. Er ist down. Ha! Rein theoretisch müsste es ja jetzt reichen. Wenn sie sich so ein bisschen hochhält, ne? Es sind jetzt noch drei Gegner, glaube ich, ne? Ja. Das müsste klappen. Wenn die eh nicht treffen. Warte mal, wo sind denn noch welche da hin? Und hinter dir. Hinter mir. Okay.
Das ist gut. Und da ganz hinten, oh Gott. Macht überhaupt was? Kann ich den treffen? Muss ich mal probieren, wenn ich gleich dran bin. Chance, let's go. Ja. So, und jetzt ist das nur noch der eine. Was, wo ist der? Wo ist der letzte? Der ist rechts oben. Oh Gott. Ja, ich bin... bin schon dabei. Habe ich irgendwas, was ich auf dem machen kann? Ich glaube nicht, wa? Ja? 40% Chance, mal schauen. Ne. Kannst du deinen Strahl umsetzen? Versuche ich gerade, warum geht denn das hier nicht? Jetzt. Sehr gut. Mina hat er auch getroffen. Ich glaube, wenn der Moonbeam gleich tickt, dann müsste das reichen, oder? Nicht den Treffen von hier aus. Nein. Let's finish this. Oh, sie ist getroffen. So, jetzt sollten wir aber mal schnell nachgucken, beziehungsweise ich mache das mal. Lebt Hundi noch? Ja, ich kann ihn neu beschwören. Ja, er ist auch hier. Er ist im Camp auch. Dann ist ja gut. Christine, kannst du mal deinen Beam da bitte wegnehmen? Klar. Aber erst nachdem Mina da durchgelaufen ist. Schaufel, geh nicht zu weit. Oh, warte. Müsste weg sein. Schön. Dieser Ball. Cooles drin. Nee. Dieser Ball ist übrigens, ja, wie gesagt, dieser Gott der Morde, ne? Und. Der Gott des Mordes, wahrscheinlich im Deutschen. Ein Onyxstein hat er gehabt. Boah. Und eine... Achso, und eine Sichel. Kann irgendjemand eine Sichel? Ich kann eine Sichel tragen. Okay, hier hinten ist irgendwas Verschlossenes. Kann ich da noch reinspringen? Oder ist das zu weit? Das ist zu weit. No. Ich kann keine Sichel tragen. Also ich kann tatsächlich eine Sichel tragen. Ob das hat jemand eine Schaufel? Ja, ich. Ja. Wo bist du denn? Mina macht schon. Okay. Wow. Willst du wissen, was da drin war? Hm? Ein Fisch. Ein Fisch.
Ja, bei den Shahagens hier glaube ich das auch glatt. Ich muss mal ganz kurz mein Headset anschließen, bin quasi leer. Bist du schon wieder leer? Hast du es nicht aufgeladen vor der Session? Doch, aber der Akku gibt ja langsam den Geist auf. Wow. Siehst du, deswegen benutze ich einfach direkt kabelgebundene Sachen. Leg euch mal ganz kurz ab. Okay. So, jetzt erzählen wir was ganz Wichtiges gerade. Eine Flaschenpost. Einfach mal das ganze Gold einsacken. Oh, Alkohol. Alkohol ist gut. Wird der Chat reconnected? Der Stream ist noch live, oder? Also hier gab's auf jeden Fall gut Money. Ich bin ja auch nur für gestorben. Sorry, ich musste meinen Adapter suchen. Ich dachte, den hatte ich hier noch liegen, aber hatte ich schon mal nicht mehr. Na, wir haben jetzt ganz wichtige Sachen geklärt und du hast es nicht gehört. Ist schon klar. Ich muss auch gleich mal ganz kurz 5 Minuten weg, weil Ole gleich schlafen geht. Ich muss gleich aufhören. Du musst auch gleich aufhören? Okay. Dann schlage ich vor, dass wir vielleicht einfach uns einen Quick Travel Point suchen, an dem wir uns noch begeben und dann nochmal resten. Ja, können wir machen. Und dann. Bin ich jemals live dabei bei der Verzeugung, fragt Sasanur. I don't know. Ich denke schon. Welchen Quick Travel wollen wir denn? Was haben wir denn Schönes? Wir sind hier im Underdark übrigens, ne? Das ist alles Underdark. Ich bin für die Colony. Wo ist denn das andere? Wo ist denn das? Achso. Die Kolonie. Die Mykonid-Kolonie. Dann können wir nämlich hier das nächste Mal weitermachen. Ach ja, hier oben sind auch noch Questmarker. Alles klar. Wo wolltet ihr hin? Mykonid. Kolonie. Genau. Das sehe ich hier nicht. Der vorletzte. Das ist doch. Der beste. Genau. Dann einmal noch zum Camp. Einmal voll resten. Damit wir nächstes Mal gut starten können und dann. Ja. Dann haben wir es heute tatsächlich ins Underdark geschafft. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das finden, einfach. Denn tatsächlich kommt das erst ein bisschen später eigentlich im Spiel. So, ihr wollt jetzt resten, sagt ihr? Ja. Gut, resten. Lass mich am besten. Du hast ganz viele Sachen? Okay. Ja.
Vielleicht schaffst du es ja mal mit ausschließlich Alkohol. Kriegt dann noch eine Trophy. Wie finden wir nie so viel Alkohol? Also ich habe eben 2 Flaschen eingesackt, aber ich habe nicht genug, um damit auf 40 zu kommen. Ich hab eher das Problem, dass ich zu viel habe. Macht's einfach Boom und ich bin im Abgrund, ey. So. Entschuldigung. Immer auf mich. Okay, wunderbar. Dann speichere ich hier jetzt. Session 5. Und dann wären wir für heute schon durch, wa? Yes. So, dann räume ich hier mal auf. Ja. Die ganzen Quicksaves können ja weg. Macht dann, glaube ich, Sinn, wenn Mina sowieso jetzt gleich weg muss, dann. Ja. Bevor wir dann in irgendeinem Kampf festhängen und dann wird's zu spät. Ich lösche alte Saves mal weg, okay? Ja. Yes. Naja, da die Katze noch lebt und so. Okay. Also, das ist halt jetzt, ich habe am Ende jeder Session habe ich quasi einen neuen Save abgelegt. Also jedes Mal, wenn wir gespielt haben, habe ich einen neuen Save dann letztendlich jo, das gemacht. Ist okay. Dann würde ich jetzt einfach mal von den alten welche weglöschen. Ja, klar. Weil ich habe jetzt auch nicht vor, ich komme gleich. Ja, da halbe Stunde, Stunde zurückzuspringen. Ja, eben, da werden wir eh nicht zurückspringen, ne? Ne. Also ich will schon ein bisschen damit leben, wie wir halt was halt machen, außer wie halt bei den Druiden, ne? Das ist komplett eskaliert und halt auch auf den Sack bekommen und dann dadurch sterben. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich auch nicht. So, passt auch. Haben wir einen Save jetzt. Ein Gott. Save, jo. Der neueste von eben gerade. Dann passt das. Gut. Wie viel brauchen wir eigentlich noch für ein Level up? Oh, ein bisschen was. Ja, Hype haben wir es gerade. Die Hälfte. Ja. Nun gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen erstmal im Stream. Und ja, wir sehen uns dann am Freitag wieder, würde ich sagen, zu Trails. Und ich wünsche euch eine wunderbare, gute Woche. Und ja, bis dahin. Bye, bye. Tschüss.